Die Wahrheit über HD+. HD, das hochauflösende Fernsehen, ist in aller Munde. HD ist scharf und brillant und löste im letzten Jahr einen regelrechten Boom bei TV-Sendern, Fernsehherstellern und Konsumenten aus. HD ist die Zukunft. Doch was ist HD Plus und CI Plus? Was soll das Pluszeichen plötzlich hinter dem HD und hinter CI? Ein neuer Standard? Ein kleines Zeichen, das so viel mehr verspricht, aber garantiert nicht für den Konsumenten, sondern für alle, die vor ihm in der Kette stehen. Also, passen Sie jetzt gut auf und erfahren Sie die Wahrheit über HD+. HD+ ist die neue Plattform, über die die Programme von RTL, Sat1, Pro7, Vox und Kabel1 in HD-Qualität ausgestrahlt werden. Sie ist über Astra empfangbar und ergänzt das bisherige, kostenlos empfangbare Senderangebot. Übersetzt heißt das ganz einfach, dass einige Privatsender ihre HD-Programme für den Konsumenten nicht frei verfügbar machen, sondern eine Extra-Plattform aufbauen, über die sie die komplette Kontrolle haben und mit der sie unabhängig von anderen HD-Angeboten sind. Denn für die HD-Angebote der Öffentlich-Rechtlichen braucht der Konsument kein HD+. HD+ kann der Konsument nur empfangen, wenn sein Receiver HD+-fähig ist. Für seinen SAT-Receiver ein spezielles CI-Modul erhältlich ist oder sein Fernseher über eine CI-Plus-Schnittstelle verfügt. Diese Schnittstelle ermöglicht dem Sender nun die Kontrolle der Inhalte. Genau das wollen die Privatsender, da sie sich durch Werbung finanzieren und nicht wollen, dass diese übersprungen werden kann. Geben wir dazu doch mal ein Beispiel. Herr Sommer freut sich über sein neues HD-Plus-Programm und möchte es so richtig genießen. Er hat einen Spielfilm aufgenommen und möchte ihn nun gemütlich anschauen. Auf die viele Werbung zwischendurch kann er jedoch verzichten. Doch ein Vorspulen verbietet der Sender. Herr Sommer schaut gerne Spielfilme und Serien und nimmt für das Wochenende immer eine Menge Programm auf. Doch manchmal kommt er nicht dazu, seine aufgenommenen Sendungen anzuschauen. Bisher hat er diese dann auf eine externe Festplatte oder eine DVD gesichert. Doch nun geht das nicht mehr. Wenn er etwas Neues aufnehmen möchte, muss er zuvor etwas von seiner Receiver-Festplatte löschen. Eine Sendung aufnehmen funktioniert überhaupt nicht mehr. Fehler am Gerät. Das ist von HD Plus so gewollt. Herr Sommer hat seinen etwas älteren HD-Receiver mit einem sogenannten Legacy-Modul aufgerüstet und dazu auch das Gerät kastrierende Software-Update im Gerät eingespielt. Denn auch er möchte die Privaten in HD anschauen. Jetzt versucht er, eine Sendung aufzunehmen. Doch das geht nicht. Herr Sommer hat alles richtig gemacht. Aber mit einem Modul für HD+ können keine Sendungen aufgezeichnet werden. Und diese Module können vom HD+-Konsortium einfach komplett deaktiviert werden. Mit HD+, einem HD+-Nachrüstmodul oder CI+, hat Herr Sommer nichts mehr zu lachen. In der Spezifikation von HD+ ist auch verankert, dass aufgenommene Sendungen ein Verfallsdatum haben. Das heißt, nach einer definierten Zeit nicht mehr angeschaut werden können. Auch die Timeshift-Funktion kann vom Sender deaktiviert werden. So wäre eine Pausenfunktion während einer laufenden Sendung nicht mehr möglich. Und das gilt auch für die CI+ sowie Nachrüstmodule für HD+. Noch werden diese Einschränkungen von Astra ausgeschlossen, aber sie sind möglich.
Es gibt vier Gruppen, die an HD Plus interessiert sind. Die Privatsender, die Rechteinhaber, die Fernsehhersteller und die Satellitenbetreiber. Denn HD Plus bedeutet nicht nur Fernsehen mit Kontrolle, sondern vor allem kostenpflichtiges Fernsehen, quasi Pay-TV. Nur im ersten Jahr soll die HD Plus-Karte für den Empfang von HD Plus kostenlos sein. In den Folgejahren wird momentan eine Servicepauschale von mindestens 50 Euro fällig. Doch die Entwicklung dieser Servicepauschale ist ungewiss. GEZ muss Herr Sommer trotzdem bezahlen. Und Werbung schauen auch. Es gibt gleich mehrere Möglichkeiten, HD Plus zu empfangen, die jedoch alle mit kleineren und größeren Investitionen verbunden sind. HD Plus Empfang via HD Plus Receiver. Leider entspricht ein HD Plus Receiver nicht einem gewöhnlichen HD Receiver. Sie müssen sich diesen extra anschaffen. Es gibt momentan nur sehr wenige Receiver, denen eine HD Plus Karte beiliegt. HD Plus Empfang via HD Receiver mit CE-Slot. Haben Sie einen HD Receiver mit CE-Slot? Für einige wenige Modelle soll es ein Software-Update geben, das die von den Sendern geforderten Einschränkungen an Ihrem Gerät nachrüstet. Quasi das Gerät kastriert. HD Plus Empfang via HD Receiver mit CE Plus Slot. Mal sehen, was dieses Jahr noch so auf den Markt kommt. Derzeit bietet diese Kombination lediglich ein Hersteller an. Aufzeichnungen sind damit aber überhaupt nicht möglich. TV-Gerät mit CE Plus Slot und integriertem SAT-Receiver. Wenn Sie diese Möglichkeit bevorzugen, dann müssen Sie sich leider einen neuen Fernseher anschaffen, der dann auch durch HD Plus und die Privatsender von außen kontrollierbar wird. Wollen Sie das? Alle Nachteile nochmal im Überblick. CE Plus, die neue proprietäre Schnittstelle am Receiver oder TV-Gerät, bringt keine Verbesserungen für den Zuschauer. Im Gegenteil. TV-Sender und Kabelnetzbetreiber können CE Plus Empfangsgeräte jederzeit kontrollieren. Herkömmliche CE-Module können dauerhaft abgeschaltet werden. Die Aufzeichnung von Sendungen kann blockiert werden. Aufgezeichnete Filme können nachträglich gelöscht werden. Aufzeichnungen können nicht mehr auf externe Medien wie DVDs oder die PC-Festplatte überspielt werden. CE Plus ist wie ein PC-Virus, der unkontrollierbar im Gerät wütet. Die CE Plus-Gängelungen betreffen nicht nur HD-Sender. Die Privatsender werden die Einschränkungen sicherlich auch bald in ihren grundverschlüsselten Kabelsignalen einführen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Das reicht für heute mit der Wahrheit über HD Plus und CE Plus. Lassen Sie sich durch ein kleines Plus nicht den Spaß am HD-Fernsehen verderben. Wehren Sie sich. Sie als Zuschauer entscheiden, ob Abzocke und Gängelungen im deutschen Fernsehen Einzug halten können oder nicht. Nur so kommen Filmindustrie, Sender und Hersteller wieder zur Vernunft. Und jetzt? Abschalten.